Wir gehen rein und wir fangen heute direkt mal mit einem, wir fangen mal mit einem ernsten Thema direkt an. Und zwar hat der Otto, hat ein Video hochgeladen vor 3 Stunden. Seven vs. Wild Staffel 2, mein Statement zu dem Balancing-System. Es gab bis jetzt nur einen anderen Kandidaten, der sich dazu geäußert hat, glaube ich, und das war Joris. Und jetzt hat Otto sich dazu geäußert. Er darf ja nur einen Gegenstand mitnehmen. Mal gucken, ob er das okay findet oder scheiße. So, ich habe die Kommentare natürlich gelesen, was Seven vs. Wild Staffel 2 angeht. Let's go. Das Feedback, was eben Fritz... Er hat es schon geäußert? Hä? Was ist denn das? Mein Statement zum Balancing-System. Okay, und was hat der vor hochgeladen? Ach stimmt, er hat sich vor 7 Tagen dazu geäußert. Das ist doch unfair. Hä, aber scheiße, das haben wir angeguckt, oder? Aber ich hab's vergessen. Was haben wir denn dazu, was habe ich denn, was war das Resultat? Er ist fein. Okay, aber was ist jetzt das Statement zum Balancing-System? Okay, ich glaube, vielleicht geht er nochmal allgemein auf die ganze Kritik ein. Okay, aber auch entspannt. Hä? Aber was haben wir uns denn angeguckt? Von wem haben wir uns denn... Ach so, ich dachte, wir hatten es nur von Joris angeguckt, aber es ist schon 7 Tage her, deswegen habe ich es vergessen einfach. Ich habe es einfach vergessen. Wir gehen rein, let's go. So, ich habe die Kommentare natürlich gelesen, was... Zu viel Bubatz. ...was Wild Staffel 2 angeht. Okay, wir gehen rein, let's go. Das Feedback, was ihr im Fritz gegeben habt, die Umfragen, die natürlich gemacht worden sind... Ach, es geht die... eine Menge Wut drin. Es geht um die Kommentare beim Fritz-Video. Okay. Ist auch spannend. ...gelesen. Und da sind viele, viele Sachen, die ich, glaube ich, extrem gut nachvollziehen kann, was ich aber echt ein bisschen traurig finde. Ich hole mal ein paar Kommentare. Habe ich mir tatsächlich auf dem Handy mal gescreenshottet. Dann wird er einzeln gerne drauf eingehen, weil ich das sehr, sehr schade finde, muss ich sagen. Wenn das zu so einem Stress führt. Schreibt zum Beispiel einer, richtig gut, dass du alles als Community-Event aufbaust, um mega Reichweite zu generieren und dann auf die Meinung, Tipps, Wünsche der Community scheißt. Also Fritz hat natürlich und das Team dahinter, was natürlich nicht nur Fritz ist, sich eine Menge Gedanken gemacht. Und ich bin mir sicher, dass niemals auf die Meinung da geschissen wird. Was kann ich irgendwie als Interner sagen oder darf ich dazu sagen? Ich bin mit Max und Johannes fast täglich im Austausch. Das sind die beiden, die das zumindest mal so... ja, hauptsächlich in der Planung übernommen haben, die sich so, so sehr im Kopf gemacht haben, die vor Ort gewesen sind, dahin gereist, sich da viele Sachen zeigen lassen von jemandem, von einem Survival-Profi, jemand, der das auf der Insel alles betreut und ganz, ganz viel Herzblut da reinsteckt. Jetzt ging es, glaube ich, in der Community hauptsächlich darum, um diese 7 Gegenstände. Warum kann ich nur einen mitnehmen, darf nur einen mitnehmen, muss nur einen mitnehmen, wie auch immer. Warum haben manche unterschrieben oder was unterschrieben? Sind wie Mücken, gerade eine Mücke eingeatmet. Und wie so ein Joris, der als Wildcard dazukommen ist und auf einmal sagt, hey cool, ist nicht 7, sind nur 3 Gegenstände. Und die Jungs im Hintergrund, gerade Max und Johannes, nehmen da eine Menge Druck raus. Weil auch mein erster Ansatz war, dass ich gesagt habe, boah Jungs, ich bin völlig fein mit einem Gegenstand, ich komme damit gut klar. Ich weiß nur nicht, ob ich dann wirklich alles zeigen kann. Und die Angst konnten die Jungs mir tatsächlich nehmen. Die haben uns natürlich als Teilnehmer ein bisschen ins Boot geholt, was uns dort grob erwartet. Und das hat mir eine Menge Druck genommen. Weil zum Beispiel, auch wie so ein Robert McLemann sagte, hey, auf so einer Insel liegt höchstwahrscheinlich auch irgendwas am Strand rum, was wir nehmen können zum Bauen. Das haben die Jungs auch gesagt. Keine Bilder haben gezeigt bekommen, also jetzt nichts ganz Tiefgehendes, wo ihr denkt, ja super, die wissen schon genau, was die erwartet. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dort hoffentlich auch ein bisschen Müll sein wird, mit dem wir was anfangen können. Was natürlich auf der einen Seite traurig ist, weil Müll auf so einer Insel oder generell in der Natur nichts verloren hat. Deswegen war ich danach sehr, sehr fein damit, zu wissen, hey, ich gehe mit einem Gegenstand raus. Denn was habe ich natürlich auch vorgehabt? Ne? Also ich habe euch schon mal im anderen Video gesagt, ich wollte bei mir runtergehen von 7 Gegenständen mit 7 reingehen, um dann auf der Insel zu schauen, auf wie viel kann ich verzichten. Und zwar ab Tag 1 schon raus. Das ist natürlich klar, dadurch, dass 7 Tage sind, ist es schön zu wissen, man hätte eine Hängematte mit Mückenschutz. Ihr seht es jetzt hier gerade in Norwegen, es sind unendliche Mücken um mich rum. Und hätte dort, ich sag mal, zumindest mal gewusst, check Haken dran, du kannst da anlanden, weißt, du bist da, ich sag mal, moskitosicher und kannst von dort aus entspannt Tag für Tag immer weniger Material verwenden oder Gegenstände, um vielleicht am letzten Tag da wie so ein Ureinwohner quasi auf der Insel zu leben. Worauf ich hinaus möchte, die Jungs haben sich unfassbar viel den Kopf gemacht. Ich kann euch als Community gut verstehen, weil ihr zum Großteil aber ganz, ganz viel geschrieben habt, hey, wir wollen aber, dass alle gleich reinstarten mit 7 Gegenständen und das wird gar nicht auf unsere Meinung Rücksicht genommen. Vielleicht ist Fritz manchmal nicht so ganz feinfühlig da drin, seine Meinung nach außen zu tragen oder das, wie er das gerade sieht. Auf der anderen Seite müsst ihr ihn auch verstehen, das ist eine Menge Druck. So ein Riesenprojekt mit so einem zeitlichen, finanziellen Aufwand macht man halt nicht von jetzt auf gleich. Ich habe es bei mir gesehen, mit dem Ocean Warrior, der ja nur ein paar Tage ging, was das für ein Planungsaufwand war. Ist auch natürlich ein Risiko. Funktioniert das nicht? Und
Gerade aus diesem Grund sagte sie auch, hey, ich will die Community mit reinholen. Jetzt scheiden sich, glaube ich, die Geister, weil alle sind sich einig, es ist eine geile Location, oder? Also wir sind auf einer mega coolen Insel, auf einer einsamen Insel, alle Mann. Also Jackpot. Weißt du, sowas anzuschauen, ist doch schon mal super. Wir haben tolle, tolle Teilnehmer. Eine super tolle Mischung von Leuten, die auf diese Insel gehen. Die also wirklich aus allen Bereichen kommen. Wir haben einen Sascha Huber aus dem Sportbereich. Wir haben eine Nova mit dabei, die ihre alten Erfahrungen wieder ein bisschen auffrischen kann und so mal das Pfadfinderleben so ein bisschen mit reinbringen kann. Wir haben einen Joris, eine Wildcard. Wie cool war bitte dieses Auswahlverfahren für eine Wildcard? Wie viele Leute Videos geschickt haben? Ihr wart alle Hype dabei als Community und habt ein Auswahlverfahren darüber getroffen oder gesagt, hey, wen er wie gut findet. Ja, schade, dann im Urlaub, dass es nicht geklappt hat, aber auch verständlicherweise. Vielleicht ist er bei Staffel 3 mit dabei. Wäre auch super. Also das war doch schon einfach klasse. Dann haben wir sowas wie... Nee, ist ja überhaupt nicht super. Okay, wäre vielleicht super, wenn er bei Staffel 3 dabei wäre. Mit so einem Hakenkreuzkoffer. Das wäre super dann bei Staffel 3. Ja, ich glaube auch. Also das wäre top. Das wäre eine Top-Sache. Ich hoffe dann... Hitler, der ein bisschen auf der Insel ab. In Knossi, der überhaupt nicht aus dem Bereich kommt, aber ein unfassbar sympathischer, witziger Typ ist und da auch an seine Grenzen kommen wird. Wir werden eine Menge Sachen von ihm sehen. Klar, Fritz dabei, ne, als wirklich Initiator von dem Ganzen, der sich jetzt schon mega, mega gerade reinfuchst in so die kleinen Dinge wie Seile knüpfen, habe ich heute Morgen noch angeschaut von ihm und da rumbastelt und macht und tut. Ne? Dann bin ich dabei, der halt aus einem völlig anderen Bereich kommt, so aus dem militärischen Bereich. Wir haben eine Sabrina, Mist, hätte ich Sabrina vornennen sollen. Wir haben eine Sabrina mit dabei, die... Ja, also auch noch nicht lange da das Ganze macht. Wir haben so zweimal Frauenpower mit dabei, wir haben die Wildcard mit dabei. Also ich finde Teilnehmer, Location, Hammer, oder? Es ist richtig, richtig gut. Deswegen lasst uns ein bisschen weniger, ich sag mal, Hate dort ablassen und auch ein bisschen Vertrauen in das, was die Jungs hinter den Kulissen sich überlegt haben. Und wie gesagt, ihr könnt ganz entspannt sein. Es wird von allen eine Menge Material zu sehen sein dort. Und 7 Gegenstände hätte ich auch gerne, wie gesagt, mitgenommen, einfach als Sicherheit, aber hätte trotzdem von Anfang an weniger genommen. Und das, was ich bis jetzt erfahren habe, ist wirklich so, dass wir da tiefenentspannt reingehen können, ihr von allen eine Menge sehen werdet. Und wie gesagt, das haben, glaube ich, fast alle Teilnehmer, ums Gewinnen geht es da gar nicht so sehr. Mir persönlich nicht. Natürlich werde ich Vollgas geben bei den Tageschallenges. Und für mich, ich habe mich sogar noch mehr gefreut, nur mit einem Gegenstand rein, von Anfang an reinzugehen, weil was steht jetzt bei mir an? Ja? Ich meine, ein paar Sachen kann man ja schon sagen. Ich setze mich sehr jetzt mit auseinander mit der Tier- und Pflanzenwelt. Und zwar nicht nur durch Bücher, sondern habe auch ein paar Termine gemacht, was als Videos immer rauskommt, um da wirklich tief eintauchen zu können. Was kann mich dort erwarten? Was kann ich dann nutzen für mich? Was kann ich bauen? Was kann ich machen? Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Tarp aufgebaut hätte oder hätte halt die Hängematte mit Mückennetz genommen, ein Moskitonetz und oben drüber selber was gebaut, dann wäre ich ja schon fast fertig mit dem Lager. So ist es super spannend. Die setzt da in den Wald und ist so voller Mücken. Ah, Gott, oh Gott. Zu sehen, hey Mann, was für ein Wetter haben wir da? Was finde ich an Baumaterialien? Und ich muss mir da tatsächlich richtig, richtig was aufbauen. Das ist doch super. Und lasst uns ein bisschen den Druck daraus nehmen. Wir wissen alle, Fritz ist manchmal der Gemeinicke. Was ist mit Urlaub? Was habe ich verpasst? Er wird als Nazi behandelt, weil er roleplayt als Sanitäter mit Wehrmachtsuniform. Nein, er wird als Nazi behandelt, weil er in einem Video auf einen ehemaligen SS-Soldat angestoßen hat, wo gesagt wird, schade, dass er jetzt tot ist. Und viele andere Sachen mit vielen anderen Sachen aufgefallen ist und nicht nur wegen diesem Hakenkreuzkoffer, mit dem er auch durch irgendein Dorf gelaufen ist. Also da sind einige Sachen vorgefallen, da kannst du von ausgehen und das muss man auch nicht gutheißen. Vielleicht hat das Otto nicht mitbekommen, was da genau vorgefallen ist. Ich glaube nicht, dass Otto das mitbekommen hat. Der hat andere Sachen zu tun. Aber ja, da bei Willi sind einige Sachen ans Licht gekommen. Für die Leute, die nicht mitbekommen, wer es ist, es hat sich irgendeiner beworben bei Seven vs. Wild, einer von den ganzen 1000 Bewerbern und einer von denen, ist mit so vielen Sachen aufgefallen. Ich kann da einmal kurz raussuchen, ob ich es vielleicht finde. Hier gab es noch einen Thread dazu, da war nochmal einiges zusammengefasst, hier von Carsten Nerdberg, da hat der Tagesspiegel hier auch was zugeschrieben, bei einem Dorffest in Kolmnitz ist ein Hakenkreuz gesichtet worden, blablabla. Dann wurde hier noch, gut, das war vor 6 Jahren, aber wie es scheint, hat sich bei ihm jetzt auch nichts Grundlegendes geändert, wie dieser Post vom 8.5.2022 stammt, also dieses Jahr noch, Kommentare seiner Angerschaft. So, ne, dann hat er halt zum Beispiel hier so ein Foto auf Instagram gepostet. Ich feiere den Victory Day nicht, aber mein Car schon, also mein Auto schon. Und da hat jemand geschrieben, warum feierst du den Victory Day nicht? Na, wir haben ja nicht gewonnen. Schade, hätte Hitler mal schön gewonnen. Aber wir wurden doch von dem ganzen Scheiß befreit. Und dann wurde da so elaboriert vom Scheiß befreit. Nationalsozialismus, wie entwurzelt muss man sein, um die Niederlage als Sieg anzuerkennen, blablabla. Also da wurde schon sehr viel Kram gepostet. Und es wurden auch sehr viele Videos gelöscht, wo starkes Rechtsgedankengut vertreten war. Es wurden Sachen rausgeschnitten aus irgendeinem Friseurvideo, wo er stark rassistische Äußerungen gegen Muslime gemacht hat. Und viele andere Sachen. Ne, da bringt auch ein
bringt auch ein falsches Statement nichts, wo er irgendeinen Quatsch redet. Lass uns ein bisschen Druck rausnehmen. Befeuert ihn nicht so sehr mit wirklich wilden Kommentaren, das heißt, hey, wir scheißen da drauf, was du an der Community, du fragst erst, was sollen wir machen oder was ist eure Meinung und dann scheißen wir da drauf. Das ist wirklich nicht so. Es ist, wie gesagt, manchmal nicht ganz glücklich von ihm rübergebracht worden. Und glaub mir, ihr als Community werdet eine Menge Sachen zu sehen bekommen. Ich werde alles dafür tun. Deswegen auch schreibt hier zum Beispiel gerne mal in die Kommentare, Otto, pass auf, wir würden gerne das und das von dir sehen. Weil ich bin ja auch ein Teil davon und kann hoffentlich dazu beitragen, dass es richtig, richtig gut wird. Dass es eine geile Staffel wird, an einer Wahnsinns-Location mit coolen Teilnehmern. Ich nehme das sehr, sehr ernst, was ihr schreibt. Schreibt mal vielleicht wirklich in die Kommentare runter, was würdet ihr gerne von mir sehen. Ich werde zurückschreiben oder antworte unten drunter, boah, wegen die Mücken ist irre hier. Was ich umsetzen kann, was ich umsetzen werde, was ich versuche. Ich nehme das alles mit, schreibe mir das auf ein Zettelchen auf. Klar, den darf ich nicht mit reinnehmen, könnte ich ja vorher mitmachen. Und werde das echt berücksichtigen, weil so ein Projekt kann ja nur funktionieren, weil ihr als Community da draußen seid, weil es dadurch natürlich die Aufrufzahlen, die Klickzahlen gibt, Sponsoren, die das Geld da reinpacken und das überhaupt anschauen, weil ansonsten könnten wir es natürlich auch völlig nur für sich alleine machen. Deswegen, ihr seid ein unfassbar wichtiger Teil, ich nehme euch extrem ernst, was das angeht. Fritz 100% auch, das Team auch und deswegen, ihr glaubt nicht, wie oft ich mit Max und Johannes da telefoniere um verschiedene Dinge. Es gibt auch noch eine Vorbereitung, die wir gemeinsam als Teilnehmer machen in manchen Bereichen. Lasst euch überraschen, wird bei Fritz am Kanal kommen, die wirklich gut ist. Also von A bis Z ist das ein Monsterprojekt, wo sich eine Menge Gedanken drum gemacht worden ist. Nehmt Fritz da nicht zu sehr auseinander. Ihr wisst, dass er manchmal, wie gesagt, der Gemeinige ist. Aber er hat ein unfassbar Herzblut da reingesteckt. Ganz, ganz viel Energie. Das Orga-Team wirklich dahinter, die sich wahnsinnig nicht den Kopf gemacht haben. Und ich wette, wenn wir die Staffel anschauen, werdet ihr sagen, ah cool, vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen mit dem weniger Gegenständen und dem Balancing-System. Sodass es ja, von jedem das zu sehen gibt, was er irgendwie am besten kann oder kann sich am besten einbringen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Dann haben wir noch einen anderen Kommentar und zwar ein sehr offensiv formuliertes Video. Da ging es darum, das Video, was Fritz gemacht hat, aus dem Dschungel raus, wo er gerade ist. Ja, um da einfach ein bisschen Druck rauszunehmen. Ein sehr offensiv formuliertes Video nach einer sachlichen Diskussion. Ich sehe keinen Grund, derart angreifend zu werden mit Aussagen wie zum Beispiel Backseat Survivor geht doch komplett am Ziel vorbei. Wenn man seine Community sowieso nicht berücksichtigt bzw. respektiert, aufgrund solcher Aussagen sehe ich das so, dann sollte man erst gar kein Video machen, in dem man die Meinung der Community haben will, wenn es einem dann eh egal ist. Ist ja sein eigenes Projekt. Alles in allem hat dieses ganze Hin und Her unnötig schlechte Vibes verbreitet. Dann mach doch lieber gar keine Videos dazu und mach alles so, wie du möchtest. Dann gibt es keine schlechten Vibes. Fand ich erstmal einen super netten Kommentar, gut geschrieben auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade dieses als Community-Event das zu machen, ich sehe es ja selber bei mir. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt den nächsten Papa-Kind-Wochenende und bin da mal gespannt, kommt das gut an, sind die Leute happy dann damit? Und man möchte die Community mit einbeziehen und so schätze ich Fritz 100% ein aus jedem Gespräch heraus. Er macht sich da echt einen Kopf und manchmal rutscht halt sowas vielleicht raus wie Backseat Survivor. Und mit Backseat Survivor meint er bestimmt nicht euch alle draußen, die riesen Interesse daran zeigen. Und das ist einfach eine schöne Sache. Guck mal, die letzten Jahre, wie dieser Outdoor-Hype einfach durch die Decke ging, wie viele Leute rausgehen, wie viele Leute die Natur wieder genießen, wie viele Accounts es dazu gibt, ob auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf irgendwas. Also Leute, die die Natur wieder für sich entdeckt haben. Bin mir sicher, mit Backseat Survivor meint er nicht die Leute, die das für sich erkannt haben, sondern vielleicht den einen oder anderen, der wirklich tatsächlich nur drinnen hockt und meckert. Sich über etwas beschweren, ohne etwas zu ändern, ist einfach nur meckern. Ich finde es immer schade, wenn halt wirklich ganz, ganz böse Kommentare kommen von so Leuten, die halt ohne konstruktive Kritik sind. Das fand ich super geschrieben, das fand ich ganz nett, das fand ich also wirklich so, dass man sagt, kann ich wirklich tatsächlich verstehen. Backseat Survivor, fühlt euch nicht angegriffen. Ich kann gut verstehen, dass da auch bei Fritz irgendwann so der Kragen ein bisschen platzte mit dem Gefühl, hey, ich kann es einfach niemandem recht machen. Manche feiern das ab, hey, wir haben nur einen Gegenstand. Und andere wiederum kriegen die Krise und sagen, das ist überhaupt nicht cool nachher, wir haben das ganz beschissen, wird das. Da darf einem auch schon mal vielleicht der Kragen platzen. Jeder ist als Typus anders. Ich würde einfach sagen, okay, ich liebe dich und da so einen Kommentar drunter schreiben. Das tue ich tatsächlich. Wenn so richtig Hate-Kommentare kommen, schreibe ich nur drunter, ich liebe dich. Nehmt das Board nicht zu persönlich, gerade wenn ihr einfach gut im Leben steht und sagt, hey, ich gehe halt einfach raus. Ich fühle mich damit einfach gar nicht angesprochen. Es geht wahrscheinlich echt gegen die Hardcore-Hater, die also wirklich sind schon böse Kommentare dabei. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man so auch präsentiert ist wie so ein Fritz auf einer Plattform, dann kann jeder in der Neutralität des Internets was da drunter schreiben, was auch echt verletzend ist. Und glaubt mir, das kratzt ganz schön an einem, wenn da ganz viele Leute viel missverständlich. Viele Leute fragen wegen VODs, wenn manchmal VODs sind. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass heute der Stream, dass das VOD von diesem heutigen Stream auch nicht online bleibt, weil jetzt heute zum Beispiel ein Hakenkreuz gezeigt wurde und sowas. Und manche Sachen sind dann nur für die Live-Zuschauer und die Leute, die es verpassen, verpassen es halt und die Highlights werdet ihr nochmal auf YouTube sehen. Aber manche Sachen, die mir dann irgendwie selber zu kritisch sind, sage ich ganz ehrlich, es ist einfach manchmal so, dass die VODs nicht immer online sind. Viele schreiben das wirklich sehr, sehr gut. Also sind ganz, ganz tolle Kommentare dabei, also die wirklich konstruktiv sind, die also wirklich hingehen, wenn es um Überlebenschancen, ne? Also da schreibt einer, die Meinung des Survival-Experten ist irrelevant, da die meiste Kritik an die Auswirkungen des Formats nicht auf die Überlebenschancen geht. In diesem Fall denkst du nur aus Teilnehmersicht, nicht aber aus Zuschauersicht. Was meint er damit? Ja, es gibt einen Survival-Experten, der mit dem Orga-Team auch vor Ort gewesen ist und dann eine Menge Sachen gezeigt hat. Aus Überlebenssicht. Es wird nicht lebensbedrohlich werden. Also das, was ich bis jetzt erfahren habe, ist halt einfach ein unfassbares Sicherheitsnetz, was dort aufgespannt worden ist. Ein Team im Hintergrund, was irre ist. Deswegen hoffe ich auch wirklich, dass es so ein Making-of gibt, damit ihr mal seht, was für ein wahnsinniger Aufwand dahinter steht, wie viel Energie da reingesteckt worden ist. Ich fühle mich komplett sicher. Ist also ich weiß, wir werden eine Drückerhand bekommen, wo wir unseren Notruf wählen können quasi. Fritz Insta-Post gucke ich gleich.
steht jemand auf der Matte, wir haben vorhin eine Schulung, wo es um die gefährlichsten Dinge geht. Denn was ist dort wirklich gefährlich? Essen? Nein, jeder kann eine Woche ohne Essen auskommen. Wasser ist tatsächlich das Gefährlichste, also was ich als gefährlich einstufe, wenn man nicht genug Wasser hat. Und jeder kennt sich ja und sagt sich jetzt, okay, ich habe heute, weil es trocken ist, es nicht geregnet hat, ich keine Quelle gefunden habe, ich keine Kokosnüsse gefunden habe, vielleicht nicht geschafft habe, aus Salzwasser Süßwasser zu gewinnen durch Kondensation, langsam dehydriere. Und dann liegt es natürlich an jedem selber und dem Menschenverstand zu sagen, ich wähle den Notruf und lasse mich hier abholen oder unterstützen. Und das haben wir in Staffel 1 schon gesehen. So ein Niklas, dem ist der Baum im Kopf gefallen, hat das sofort, obwohl er Rettungssanitäter, Assistent ist, der also wirklich Know-how hat in dem Bereich, hat er gesagt, nee, ich wähle mal lieber das Sicherheitsteam und lasse das genau überprüfen, die Wunde. Und genau das kann ja jeder auch wirklich so machen. Deswegen schätze ich die Gefahr, die reelle Gefahr, dadurch, dass wir ja nicht alleine jetzt über irgendwelche Berge und Schluchten klettern müssen und krokodilverseuchte Gewässer da durchschwimmen müssen, das wäre eine Gefahr. Wir sind an einem Ort, wir sind auf einer Insel, wir haben ein Sicherheitsnetz, jeder weiß, wo wir sind, wir haben einen, glaube ich, GPS-Tracker mit dabei, ist das keine große Gefahr. Und wir werden noch Schulungen bekommen, deswegen hoffe ich, kann ich da die Angst nehmen, dass das unfassbar gefährlich wird für alle. Das ganz wirres Zeug geredet hier. Ja, ganz oft kam das echt mit diesem Backseat-Survivor, ne? Was fragst du uns dann nach unserer Meinung, wenn du uns dann Backseat-Survivor nimmst? Fühlt euch wirklich nicht angesprochen da, echt. Manche schreiben auch, das ganze Balancing-System kann man sich streiten. Ja, aber diese ganze Sache erst nach dem veröffentlichen und zu informieren, nachdem die Teilnehmer zugesagt haben, ist eine Unverschämtheit. So, es kann natürlich sein, dass jeder von uns Teilnehmer, oder wir hätten ja alle die Chance gehabt, du Fritz, nö, mit einem Gegenstand fühle ich mich nicht wohl. Mit 3 Gegenständen nicht, mit 4, mit 5, 7, bei Knossi ist alles gleich geblieben. Aber vielleicht sollte euch das auch zum Nachdenken anregen, dass wer keiner der Teilnehmer gesagt hat, mache ich auf gar keinen Fall. Was könnte ja jeder für sich entscheiden sagen, dann ist mir das wirklich, wirklich zu hart. Warum sagt das keiner? Weil wir im Hintergrund gut abgeholt worden sind vom Orga-Team und sich wirklich keiner zu riesen Gedanken machen. Und Knossi macht sich Gedanken, weil das überhaupt nicht sein Element ist, aber der wird jetzt von Martin trainiert. Knossi und ich werden, und alles klappt, auch nochmal eine kleine Session machen, nicht zu sehr Dschungelthematik, aber einfach nur grundlegende Dinge, dass er halt einfach mehr als nur 2 Stunden da irgendwie durchhält. Boah, sorry, wenn euch das nervt mit den ganzen Mücken hier. Oder fliegen. Sind Mücken. Und deswegen gibt es dort von den Teilnehmern einfach gar keine riesen Aufregung, oder so, dass wir erst nachher informiert worden sind, wozu diente die Teamfitness eigentlich. Ich finde es echt nach wie vor eine gute Idee. Probiere euch aber wirklich zu verstehen, warum euch. Also, das zeigt ja eigentlich nur, wie toll ihr mitdenkt oder mitfühlt mit den Teilnehmern. Hey, so ein Joris oder Sabrina und Nova, die jetzt nur 3 oder 4 Gegenstände haben, fühlen sie sich überhaupt gut damit. Und verfolgt mal die Kanäle von den Jungs und Mädels, wie die sich alle darauf vorbereiten. Wir haben halt echt noch Zeit. Jeder hätte halt sagen können, dann ist das nichts für mich und nimmt einen anderen Teilnehmer. Wäre ja auch kein Problem gewesen, muss man sagen. Ne? Was wollte ich eigentlich nur damit machen? Und zwar, habe echt überlegt, soll ich so ein Video machen, ja oder nein? Manche haben mir abgeraten davon und gesagt, komm, stell dich nicht dazwischen. Du willst ja auch nicht, das ist ja Fritz seine Sache, wie er das rauspostet und seine Rechtfertigung. Aber ich merke einfach, und das ist mein Bedürfnis dazu, euch zu verstehen, die das überhaupt erst möglich machen, weil so viele zuschauen, weil so viele das Ding feiern und mit Herzblut dabei sein. Das zeigt ja, dass ihr einfach Herzblut habt. Und auf der anderen Seite Fritz dort auch ein bisschen Schutz nehmen, weil er, wie gesagt. Ich kann auch verstehen, dass viele Zuschauer da so mitfiebern, weil es halt, die haben Angst um das Projekt. Und weil, ich muss auch sagen, ich finde die Regel mit den wenig Gegenständen, finde ich auch kritisch. Aber ich bin trotzdem gespannt, lass trotzdem auf mich zukommen. Aber ich kann die Zuschauer verstehen, die sich da beschweren, weil es in Staffel 1 eigentlich alles so geil war. Und denn, warum sollte man was ändern, was so geil ist, so mäßig? Wisst ihr, was ich meine? So, da hat man einfach Angst. Ich verstehe schon. Manchmal vielleicht ein bisschen mit seinen Kommentaren ein bisschen strenge schlägt. Ihr liegt ihm wirklich am Herzen, glaubt mir, auch dem Orga-Team, wie viele Telefonate wir da, wie gesagt, geführt haben. Auch so, boah, was hältst du davon? Die Community tickt gerade aus, was machen wir? Dann sind wir alle auch tatsächlich zum Schluss gekommen, nee, das ist echt okay, so wie es ist. Lasst euch überraschen. Lasst uns das zu einem schönen Projekt machen, einem liebevollen Projekt ohne viel, viel Hate. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das liegt mir sehr am Herzen. Unsere Zeit ist viel zu schade, um das nicht so schön zu gestalten. Das wäre einfach wirklich, wirklich schade. Ich danke euch extremst da draußen. Danke fürs Zuschauen, danke für die Aufrufzahlen bei mir am Kanal. Danke für die 100.000 Abonnenten, was für mich irre ist. Ja, ich mache das Ganze mit diesem Content jetzt erst seit einem Jahr und bin einfach unfassbar dankbar. Danke an euch da draußen, wirklich ein fettes, fettes Dankeschön. Und ja, haut in die Tasten, schreibt mir, was ihr gerne von mir sehen würdet. Ich bin sehr gespannt, Vorbereitung läuft bei mir in vollen, vollen Zügen. Und dann sehen wir uns schon bald quasi auf der Insel, auch wenn wir noch ein bisschen warten müssen. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Otto. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. So, jetzt schauen wir mal rein. Viele haben mir geschrieben, es gibt ein Statement von Fritz auf Instagram. Okay, also ihr redet jetzt von diesem Statement hier, ja? Meint ihr das hier? Okay, da haben wir gestern schon genau, da haben wir gestern ausführlich drüber gesprochen und da reden wir also im Podcast, das kommt am Samstag, habe ich heute mit Monte nochmal ausführlich drüber gesprochen, da reden wir im Podcast auch drüber. Okay, also die Leute, die das nicht mitbekommen haben, da haben wir gestern schon drüber geredet. Ich dachte, es kam heute ein neues Statement, wo er sich dafür entschuldigt. Hätte ich gefühlt